Exkurs, Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck, bedingungsloses Grundeinkommen, Chance oder Risiko für die Gesellschaft. Ein Mitschnitt der Diskussionsrunde vom 9. August 2018 an Bord der MS Wissenschaft in Bonn. Moderation Monika Seinsche. Bevor wir anfangen zu diskutieren, sollten wir erstmal definieren, was ist überhaupt dieses bedingungslose Grundeinkommen? Was versteht man darunter, Herr Schneider? Also ganz allgemein gesprochen ist es ein festes, dauerhaftes und staatlich finanziertes Monatseinkommen, das jedem Individuum zusteht. Erwachsenen genauso wie Kindern. Es ist nicht bedürftigkeitsabhängig, es ist nicht gebunden an vorherige Beitragszahlungen und es wird auch nicht mit anderen Einkommen verrechnet. Man kann sich das vorstellen wie so eine lebenslange Rente, die einem von Geburt an gezahlt wird. Es ist also so, als ob jeder, Sie kennen das vielleicht von der Glücksspirale oder von der Süddeutschen Klassenlotterie oder es gibt auch das Faber Rentenlotto. Es ist also so, als würde man da mitmachen und einen garantierten Gewinn hat. Einzige Einschränkung, es darf nur jeder einmal mitspielen. Und das bedingungslose Grundeinkommen existiert bislang weitgehend nur als Idee. In der Realität findet es sich hier und da in ein paar Ausnahmefällen. In Alaska beispielsweise erhält jeder Einwohner auf Antrag ein Grundeinkommen, das aus dem Alaska Permanent Fund finanziert wird. Das ist zwar nicht existenzsichernd, aber es ist zumindest von der Idee her ein Grundeinkommen. In Deutschland gibt es verschiedene Befürworter der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, unter anderem Götz Werner, Thomas Strauper oder auch Richard David Precht. In den Koalitionsverhandlungen von Grünen, FDP und CDU/CSU spielte das Konzept eine Rolle, bevor die Koalitionsverhandlungen dann scheiterten. Und Sie werden vielleicht mitbekommen haben, in der Schweiz gab es 2016 eine Volksabstimmungsinitiative, die einen entsprechenden Vorschlag eingebracht hat, der aber damals abgelehnt worden ist. Ich glaube, dabei belasse ich es jetzt erstmal. Dankeschön, Herr Schneider. Frau Cornelsen, Ihr Verein ermöglicht ja ein solches oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sage mal nicht ein solches. Wie funktioniert das? Genau, also ein solches stimmt schon mal nicht, weil es kein staatlich finanziertes ist. Das ist ein Experiment, das wir versuchen und das ist das einzige Experiment weltweit, das eben nicht auch staatlich durchgeführt wird. Es gab und gibt solche Experimente und solche Ideen zu Experimenten in vielen, vielen Bereichen. In Finnland hat man gerade davon gesprochen, gerade aktuell ging es in Kanada ja durch die Medien, dass es jeweils beendet wurden aus Gründen. Dieses ist eben eine zivilgesellschaftliche Initiative, die entstanden ist, weil Michael Bohmeier, also ein junger Mann, der als Unternehmer IT-Unternehmen hatte, aus den nicht mehr für dieses Unternehmen arbeiten musste und trotzdem eine im Prinzip lebenslange Rente bekam, also aus den Gewinnen eine Ausschüttung bekam, die etwa 1.000 Euro im Monat ausmachten und er gemerkt hat, was dieses Geld, das er leistungslos beziehen konnte, mit ihm gemacht hat und dann hat er gedacht, ich will wissen, ob das dieses Grundeinkommen ist, von dem alle reden und hat dann gesagt, ich sammle Geld und wenn ich 12.000 Euro zusammen habe, dann lose ich das aus und wer es kriegt, der kriegt dann ein Jahr lang 1.000 Euro im Monat. Ich habe 32.000. Was heißt 132.000 Euro? 10% behält er für sich selbst. Also, es reicht nicht, wenn er 12.000 Euro zusammen, also Entschuldigung, wenn er 12.000 Euro hat, sondern er braucht nochmal 10% obendrauf. 13.200 heißt es. Weil, naja, irgendwas muss er ja leben. Es geht ganz anders. Nein, es war so, dass er lebte ja von diesem. Ich verstehe also immer noch nicht ganz, was Sie sagen wollen, aber dieses Geld hat er einfach ein Crowdfunding gemacht, hat das Internet das getan, hat gesagt, wenn ich 12.000 Euro eingesammelt habe, dann werden die sofort wieder ausgeschüttet an die Person, die dann ausgelost wird. Ja, so. Das klingt so, als sei es ganz selbstlos. Ganz selbstlos ist es nicht. Er braucht auch noch einen Anteil, der für die Verwaltung und all dieses gebraucht wird. Genau. Ja. So, aber darf ich ganz kurz die Geschichte erzählen, wie sie war? Weil ich habe sie miterlebt. Also er hat 12.000 eingesammelt. Er selber brauchte kein Einkommen, weil er dieses bedingungslose oder leistungslose Einkommen ja bezogen hat. Und deswegen war es tatsächlich so. Jetzt kann man sagen, er hat es über Startnext gemacht. Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich bezahlen lässt. Das ist irgendwie bezahlt worden. Aber es waren nicht nur 12.000 Euro zusammen.
in dieser Zeit, 3 Monate wurde gesammelt, sondern 48.000. Und es waren sogar noch mehr Geld da. Und es war aber versprochen, dieses Geld wird ausgeschüttet. Er hat also nicht ein Grundeinkommen verlost, sondern 4. Und es kam weiter Geld auf dieses, die Leute haben weiter gespendet. Und dann hat er hatte ursprünglich nur gedacht, ich brauche so einen sogenannten nicht eingetragenen Verein mit 3 Leuten, kann man den gründen, die machen, müssen ja nur das Geld dann ausschütten, da ist ja eigentlich nichts zu tun. So, aber er merkte, es waren plötzlich 40.000 Menschen auf dieser Webseite und haben Geld gegeben und es wurden jeden Tag mehr. Es sind im Moment, das Ganze gibt es seit 4 Jahren, das ist 4 Jahre her. Entschuldigung, ja, es sind, also es ist 4 Jahre her, es sind jetzt 800.000 Menschen und es werden im Moment jeden Monat 10 Grundeinkommen verlost, nur um die Dimension zu sagen. Und Sie haben recht, in der Tat. Bedeutete das, also als absehbar war, 40.000 Menschen und es werden immer mehr. Das muss man technisch auch handeln. Man braucht eine Webseite, die so funktioniert. Man braucht eine Bürokratie, man braucht Verwaltung, man braucht plötzlich Juristen. Weil wie geht man damit um? Was passiert da eigentlich? Wer muss das versteuern oder nicht? Und das ist alles gar nicht so einfach. Das ist so, dass jetzt im Moment tatsächlich 25 Menschen, auch ich, von diesem Verein Geld bekommen als Einkommen, das sie versteuern, sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also 25 Arbeitsplätze sind inzwischen an diesen Verein gekoppelt. Und auch Michael Bohmeier verdient inzwischen Geld. Normalerweise würde eigentlich, sag ich mal, ich wundere mich, dass Sie das so sagen, der ist nicht uneigennützig. Also wir retten noch permanent Arbeitsplätze. Ihr schafft eine Arbeitsplätze. Und zwar aus einer Community heraus, die das tut und die doch weiß, was sie tut, wenn sie auf die Webseite www.meingrundeinkommen.de und sagen, ich will spenden, dann werden sie gefragt, ob sie das Geld allein in den Lostopf tun wollen oder ob sie auch Geld an den Verein geben können. Das ist sehr einfach, sie können das dann entscheiden. Und der entscheidende Punkt, wenn ich das kurz noch sagen darf, ist, die Entscheidung, das Geld in den Lostopf zu tun, ist so, dass sie dafür keine Spendenquittung bekommen, weil es juristisch eine Lotterie ist und eine Lotterie nun mal nicht gemeinnützig ist. Geld, das sie dem Verein geben, ist dagegen, was ein gemeinnütziger, eingetragener Verein inzwischen ist, ist also gemeinnützig anerkannt, da können Sie eine Spendenbescheinigung dafür bekommen. Das Gros der Leute bekommt aber gar keine und will weder für das eine noch das andere eine Spendenbescheinigung haben, weil im Schnitt geben die Leute 5 Euro. Ja, und also es gibt auch ganz, ganz viele, die geben nur 1 Euro und es gibt manche, die geben 20 Euro jeden Monat im Schnitt, müssen wir sagen. Und das sind eben sogenannte Crowdhörnchen, Dauerspender. Und davon haben wir eben über 60.000 Menschen, die jeden Monat im Schnitt eben 4 bis 5 Euro geben. So heißt, wir haben eine 500.000 Einnahmen und die Hälfte davon, eine 250.000 Einnahmen und die Hälfte davon geht in den Lostopf und die andere Hälfte geht in den Verein. Vielen Dank. Das sind 2 verschiedene Formen von Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen Light und eben das Grundeinkommen, über das man eigentlich redet. Auf das würde ich gerne erstmal zurückkommen. Mit Frau Meyer-Hüter, Sie untersuchen Sozialsysteme, Arbeit und Soziales. Wie würde sich solch ein Grundeinkommen auf die Arbeitswelt auswirken? Welche Auswirkungen hat das in den Beispielen? Wir haben Finnland, Alaska etc. schon erwähnt. Es gibt ja schon Beispiele. Wie würde es sich auswirken? Das ist sehr schwer zu sagen. Also es wird in unserer Diskussion vermutlich auch eine große Rolle spielen, dass wir sehr unterschiedliche Modelle von Grundeinkommen diskutieren. Und je nachdem, wie die ausgestaltet sind, also wie viel Geld zum Beispiel im Monat ausgeschüttet wird, in welchem Verhältnis dieses Grundeinkommen zu anderen sozialen Sicherungssystemen steht und so weiter, hätte man sehr unterschiedliche Auswirkungen. Wenn wir jetzt mal von einem kleinen Modell ausgehen, also man bekommt 500 Euro, ich glaube in Finnland waren es 600 oder so, ne, die man im Monat bekommen hat, da würde ich erwarten, hat es keine großen Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Das ist besonders in dem Fall, wenn es als Ersatz für andere soziale Sicherungssysteme fungiert, nicht zu erwarten, dass es da besondere Auswirkungen gibt. Wenn wir jetzt aber über die großen Modelle reden, also wirklich über Systeme, in denen man sagt, man geht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen über, schafft dafür zum Beispiel die Sozialversicherung in Deutschland ab, dann würde ich allerdings große Auswirkungen erwarten und ich muss sagen, vermutlich keine so besonders positiven, weil ich davon ausgehe, dass unsere sozialen Sicherungssysteme bisher Sicherungssysteme sind, bei denen man durch Einzahlungen, durch Leistungen, die man beiträgt zu den sozialen Sicherungssystemen, Rechtsansprüche auf Leistungen erwirkt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist in allen Modellen, die ich kenne, jedenfalls eine steuerfinanzierte Geschichte, die eben nicht an Rechtsansprüche gebunden ist.
Und dementsprechend würde ich vermuten, dass wir da große Probleme mit sozialer Absicherung bekommen könnten, wenn man das System so aufbauen würde. Inwieweit wäre denn so ein großes System, bleiben wir mal bei diesem großen System, bei dem es auch wirklich Auswirkungen hätte, inwieweit wäre ein solches System finanzierbar, Herr Schneider? Wahrscheinlich nicht, weil man kann sich das ja leicht ausrechnen. Also nehmen wir mal an, wir sprechen über... Sprechen Sie direkt ins Mikrofon rein, ja? Dann haben wir weniger Störgeräusche. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir reden über 1.000 Euro im Monat. Das ist so eine Größenordnung, die häufig da ins Gespräch gebracht wird. Wir haben 80 Millionen Einwohner. 80 Millionen mal 1.000 bedeutet im Monat einen Bedarf von 80 Millionen Euro dafür. Wenn man das 12-mal im Jahr auszahlt, kommen wir auf einen Betrag, der liegt, bei einem Euro, ich rede von einem Euro, dann liegen wir bei einem Euro bei einem Betrag von knapp 1 Milliarde pro Jahr. Wenn Sie den jetzt mit 1.000 multiplizieren, dann sprechen wir über eine Größenordnung von 1 Billion. Knapp 1 Billion. Das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Das ist eine Hausnummer. Interessanterweise, und das hat Frau Ahuja jetzt gerade schon angesprochen, wird dann, wenn es um die Frage der Finanzierung geht, sehr häufig der Vergleich gezogen zum sogenannten Sozialbudget. Das Sozialbudget, das ist, damit meint man also alle Ausgaben zusammengefasst, die sich mit Rente, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und so weiter beschäftigen. Also alles, was im weitesten Sinne der sozialen Sicherung dient, das wird dann quasi gegengerechnet. Und dann sagt man, zumindest manche sagen dann, ja, dann haben wir doch vergleichbare Größenordnungen. Wenn wir uns das heutige Sozialsystem leisten können, dann könnten wir uns ja eigentlich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Größenordnung von 1.000 Euro im Monat für jeden leisten. Das ist allerdings eine Milchmädchenrechnung. Frau Ahuja hat zu Recht gesagt, bei diesem Sozialbudget ist ein nennenswerter Teil, wir sprechen da über mehr als die Hälfte, also das sind etwa 500 Milliarden Euro, Ich selber höre. Also jetzt höre ich weniger als vorher. Hören Sie mich? Sie klingen aber besser. Okay. Also ich habe mich vorher immer ganz laut gehört, jetzt höre ich mich gar nicht mehr, aber wenn Sie mich verstehen, ist gut. Also ich wollte sagen, diese Rentenansprüche, Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung und so weiter, das sind ja alles Leistungen, die an vorherige Beitragszahlungen gekoppelt sind. Da hat man also Ansprüche erworben. Und es gibt hier ein logisches Problem. Das bedingungslose Grundeinkommen, das ja gedacht ist als ein zusätzliches Einkommen, egal was ich sonst mache, also wenn ich Erwerbseinkommen habe oder Einkommen aus Kapitaleinkünften oder Vermietung und Verpachtung, was immer, das darf ich ja behalten. Ich kriege das bedingungslose Grundeinkommen noch obendrauf. Dann, wenn man das so sieht, dann gibt es überhaupt kein Argument, warum man das den Rentnern jetzt wegnehmen sollte. Also warum sollte der Rentner nicht auch dann die 1.000 Euro obendrauf bekommen? Wenn das aber so ist, und das muss man konsequenterweise so machen, dann steht eben zur Gegenfinanzierung nicht das Sozialbudget in seiner vollen Höhe zur Verfügung, sondern bestenfalls in der Größenordnung von vielleicht 300 oder 400 Milliarden Euro. Das wiederum bedeutet, dass wir eine Finanzierungslücke haben, die sich in einer beachtlichen Größenordnung befindet. Und da muss man sich jetzt darüber Gedanken machen, wie man das über Steuern oder andere Einnahmequellen finanziert. Und das ist eine Herausforderung. Also Sie können nicht beliebig die Steuern erhöhen, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass sich diejenigen, die diese Steuern zahlen müssen, das ja nicht unbedingt einfach gefallen lassen werden. Und wenn man es ganz falsch anstellt, kann es einem passieren, dass die Finanzierungsgrundlage schlicht und ergreifend verloren geht. Und dann schwindet dieser Traum schneller als das Eis in der Sonne. Frau Cornelsen, Sie dürfen sofort eine Verständnisfrage noch. Die Rentner würden das auch bekommen, weil sie, also die Renten würden aus diesem Sozialbudget trotzdem noch bezahlt werden und dann käme noch. Also das Argument ist, wer argumentiert, dass man das Sozialbudget zur Gegenfinanzierung heranziehen kann, der übersieht, dass Rentenansprüche, Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung, Ansprüche sind, die aus Einkommen finanziert worden sind. Die dürfen nicht anders behandelt werden als jedes andere Einkommen. Und deswegen muss auch den Rentnern
der Rentenanspruch erhalten bleiben. Die kriegen dann das bedingungslose Grundeinkommen obendrauf. Das heißt aber auch, dass man das, was heute an Renten gezahlt wird, nicht ersetzen kann durch das Grundeinkommen und dadurch sozusagen die Finanzierung sicherstellt, sondern das bedeutet, dass das Rentensystem so bleibt, wie es ist. Und die Finanzierung für die 1.000 Euro für die Rentner muss man irgendwo anders herbekommen. Jetzt habe ich es verstanden. Frau Cornelsen, Sie dürfen. Genau. Also erstmal wundere ich mich, dass Sie das Wort Milchmädchenrechnung gebracht haben, bei dem als Gegenargument für das Grundeinkommen und selber eine Rechnung aufmachen, die, sage ich mal, milchbubenmäßig ist, was einem Professoren nicht ansteht. Es gibt ein wunderbares Buch. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Milchmädchens Rache. Ich kann das nur empfehlen. Es gibt so nach antiquarisch, das irgendwie erklärt, dass Milchmädchen nämlich ganz gut rechnen können. So, das, was Sie machen, ist einfach unlauter, weil es natürlich, also im Moment wird so getan, als ginge es darum, jetzt einfach in eine große Trommel zu greifen und jeder von uns kriegt 1.000 Euro. Das ist also Finanzmarkt, Wirtschaft. Es ist noch nicht mal ein Milchmädchen käme auf diese Idee, weil das, was wir tun, wir haben eine Wirtschaft, die so komplex und so kompliziert ist. Ich glaube, Sie wissen es hoffentlich besser als ich. Es gibt etwa 179 verschiedene Arten von Transferleistungen, die wir in diesem Staat leisten. Das Einzige, das wirklich bedingungslos gezahlt wird, ist Kindergeld. Wenn wir das Kindergeld, das wir in Deutschland aufsummieren, also wenn wir das einfach rechnen, was wir an Kindern momentan zahlen, dann kommen auch ganz wunderbar, kommen Zahlen raus. Das ist großartig, die sind unheimlich groß. Jetzt gibt es aber wiederum andere Zahlen, die summiert kein Mensch auf. Und das nenne ich Steuerfreibetrag als Beispiel. Wenn jetzt hier Leute, ich weiß nicht, vielleicht einfach, ich würde es fast gerne wissen mit Handzeichen oder dass sie einfach mal laut Ja sagen, damit es man auch im Radio hört, wer von Ihnen hat ein hat ein Einkommen, auf das er Steuern bezahlt? Sagen Sie einfach mal Ja. Einfach nur Ja sagen. Ja. Also sind relativ viele. So, und wer ein Einkommen hat, das größer ist als 8.822 Euro im Jahr, das weiß kein Mensch, normalerweise frage ich das immer, wissen Sie das eigentlich, wie hoch Ihr Steuerfreibetrag ist? So, dann zahlen Sie darauf keine Steuern, damit sparen Sie Geld. Und das hat einen Zusammenhang mit dem, was wir in Hartz IV tatsächlich auszahlen. So, es gibt da den Begriff der negativen Einkommensteuer. Ich bin keine Volkswirtin, ich will auch hier keine Finanzsachen machen. Ich will nur sagen, wir müssen ein Geld nicht auszahlen, um es jemandem das zu geben. Und das heißt, wenn ich Ihnen einem Millionär 1.000 Euro gebe, dann kann ich ihm die geben. Und es gibt Leute in der Bewegung, die sagen, das müssen wir auch tun, weil kein Mensch weiß seinen Steuerfreibetrag. Sie bekommen Geld aus der Gemeinschaft erlasten, auf das sie keine Steuern bezahlen müssen, weil man sagt, das ist ihr Existenzminimum. Das heißt auch so gerichtlich, juristisch. Das ist ein Existenzminimum, das der Staat jedem Bürger garantiert. Und das gibt es auf der anderen Seite eben für Leute, die sich kein Einkommen erwirtschaften können, die kriegen das dann in Form von Arbeitslosengeld II ausgezahlt. Und die große Angst, Arbeitslosengeld II zu erhöhen, ist, man muss, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, man muss dann eben auch den Steuerfreibetrag erhöhen. Und dann wird es teuer, dann hat man nämlich bestimmte Steuereinnahmen nicht mehr. Das ist das, warum man Hartz IV nicht erhöhen kann. So, und das will ich nur sagen, es geht also nicht unbedingt darum, das zu erhöhen, sondern vielleicht erhöhen wir den Steuerfreibetrag auf 12.000 Euro und packen Hartz IV und andere Dinge auch auf eine Höhe von 1.000 Euro. Jetzt werden Experten sagen, Hartz IV ist niedriger als 1.000 Euro. Nein, es ist höher als 1.000 Euro, weil wenn man 416 Euro plus Krankenkasse plus Wohngeld zusammenrechnet, ist es an vielen Orten mehr als 1.000 Euro. Es ist aber wahnsinnig kompliziert, keiner weiß genau, was er kriegt. Also, darum geht es in erster Linie, dass wir, die Befürworter, erstmal sagen, wir wollen es vereinfachen. Wir wollen klar machen, wer bekommt eigentlich was, wer bezahlt etwas. Und wir wollen es vor allen Dingen frei machen. Also es soll einen Rechtsanspruch geben, das muss ich bei Ihnen noch sagen. Es geht genau um diesen Rechtsanspruch und es geht nicht um private Lebensversicherung, Riester-Renten und so weiter. Da habe ich zwar Rechtsansprüche, aber am Ende gucken viele in die Röhre. Kann man auch lange drüber reden, sondern es geht genau um diesen Rechtsanspruch und es geht weg von Bedarfsprüfungen und von Prüfverfahren, wo man sich, bei Hartz IV ist das ein großes Thema, nackt machen muss, wo dann Leute sagen, ja, ich darf hier den Antrag nicht stellen, weil ich an einer anderen Stelle noch, ich sage jetzt einen Bausparvertrag habe, deswegen kriege ich kein Wohngeld. Also, und das sind demütigende Erfahrungen und von denen wollen wir weg und wir wollen es vereinfachen. Ich habe kein Modell, wie es genau finanziert wird, weil es mich erstmal nicht interessiert, wie man es finanziert, sondern die Frage ist, ob wir das wollen. Und das, was wir wollen, darüber würde ich viel lieber reden, als darüber,
ob ein Rentner jetzt X oder Y Geld bekommt. Das sind so viele Einzelfälle, die wir heute alle im Einzelfall immer diskutieren müssen. Ich stelle eine gesellschaftliche Frage und die heißt, wollen wir jedem Menschen in unserer Gesellschaft ein Existenzrecht und ein Existenzminimum garantieren? Wollen wir das? Das ist für mich dieselbe Frage, wie wollen wir jedem Menschen eine Basis an Schulbildung garantieren? Da fragt auch kein Mensch, was das kostet. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, dürfen Sie. Also ich habe zwar nicht verstanden, warum ich vorhin eine Milchmädchenrechnung aufgemacht habe, aber ich... Weil Sie jedem 1.000 Euro geben wollen. Niemand will den 1.000 lassen, Euro. Lassen Sie bitte Herrn Schneider aussprechen. Aber ich habe einen einfachen Vorschlag für Sie. Gewähren Sie jedem einzelnen Menschen ein Grundeinkommen von 5.000 Euro und erhöhen Sie die Steuer für den gleichen Menschen gleich auch um 5.000 Euro. Dann können alle glücklich sein, weil alle haben jetzt 5.000 Euro im Monat, müssen sich allerdings furchtbar darüber ärgern, dass sie jetzt auch 5.000 Euro Steuern im Monat zahlen. Wenn das die Lösung ist, meinetwegen, dann machen wir jetzt sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das kostet nichts, aber es hat das Versprechen, dass wir uns glücklicher fühlen, weil wir jetzt ja 5.000 Euro Grundeinkommen haben. Oder der ein oder andere wird sich vielleicht darüber ärgern, dass er 5.000 Euro im Monat an Steuern zahlen muss. Wenn das die Lösung ist, fein, dann mache ich mit. Lassen Sie uns ganz kurz von den Zahlen ein bisschen wegkommen und ich möchte die Frage von Frau Cornelsen aufgreifen, wollen wir das? Und diese Frage würde ich gerne an Frau Meyer-Huter stellen, denn was bedeutet denn das, dieses bedingungslose Grundeinkommen? Kann das wirklich dazu führen, wie Jobs, die sicherlich wegfallen werden durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung, zu ersetzen, dem Prekarisierung vorzubeugen, entgegenzuwirken? Kann das funktionieren mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, vielleicht sollte man mal einen Moment drüber nachdenken, was uns nicht unterscheidet. Also auch ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland in der Lage sein sollten, jedem eine existenzsichernde Grundlage zu bieten. Ich würde allerdings sehr stark in die Richtung argumentieren, dass diese existenzsichernde Lebensgrundlage an Arbeit, an Erwerbsarbeit gekoppelt sein sollte. Und da, glaube ich, fangen die Unterschiede an. Also die Frage ist, wie nimmt man an der Gesellschaft teil, wie integriert man sich in die Gesellschaft und wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Viele Diskussionen über Grundeinkommen gehen davon aus, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht und das ist auch seit den 80er Jahren im Grunde genommen die Dauerdiskussion. Momentan sind wir in einer völlig anderen Lage. Wir sind momentan in der Lage, dass noch nie so viele Leute in Deutschland erwerbstätig waren wie heute. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Arbeit haben. Unser Problem ist, dass Unternehmen, viele von denen, die jetzt langzeitarbeitslos sind und so weiter, nicht wollen, weil sie zum Beispiel nicht in die Weiterbildung investieren wollen oder in Umschulung investieren wollen. Das Problem ist, dass wir eine Menge Jobs, einen großen Teil der Arbeit haben, von denen man nicht leben kann, wo wir Niedriglöhne haben, prekäre Arbeitsbedingungen und so weiter. Und die Frage, die mich interessieren würde, wenn wir darüber reden, was wir wollen, ist, wie wir da rauskommen. Also welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, gute Arbeit für alle, Zugang zu würdiger Arbeit, zu einer gut entlohnten Arbeit und zu einem verlässlichen sozialen Sicherungssystem sicherzustellen. Und da bin ich mir nicht sicher oder eigentlich bin mir relativ sicher, dass die derzeitigen Konzepte von bedingungslosem Grundeinkommen nicht die Lösungen bringen, die ich mir da wünschen würde. Meine Angst ist, das ist im Übrigen auch eine Diskussion, die wir weltweit haben, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auf einer Schiene sind, die im Grunde Unternehmen, Kapital aus der Verantwortung für soziale Sicherung, für die Reproduktion von Arbeitskraft, kann man das klassisch formulieren, ausnimmt und den Staat, Steuerzahler und so weiter, an die Stelle setzt. Was in dem Fall bedeutet, dass man zum Beispiel in dem Moment, wo wir bedingungsloses Grundeinkommen durchsetzen würden, eine Situation hätten, in der Unternehmen leichter in der Lage wären, Niedriglöhne zum Beispiel durchzusetzen. Auch darüber, weiß ich, gibt es eine große Diskussion, weil man davon ausgehen kann, es gibt eine bestimmte Absicherung. Die ist sowieso gegeben, dementsprechend, das sagen Leute wie Straupa zum Beispiel auch in ihren Interviews, dementsprechend können wir dann Löhne frei verhandeln, wir brauchen keinen Mindestlohn mehr, wir brauchen keine Tarifverträge mehr, Gewerkschaften sind auch nicht mehr notwendig. Wir haben ja eine existenzielle Grundsicherung und auf der Grundlage kann die Wirtschaft freier agieren, können Unternehmen freier handeln. Da hätte ich persönlich die Befürchtung, dass Prekarisierung eigentlich eher fortschreiten würde, statt zurückgebaut zu werden, was ja teilweise auch argumentiert wird, ne? Wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann muss man nicht mehr jeden Job annehmen und hat bessere Verhandlungsbedingungen.
Ich glaube, in der besten aller Welten ist das sicherlich so. Aber wenn wir uns aktuell die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft anschauen und die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt anschauen, bin ich sehr unsicher, ob wir da zum Besseren uns verändern würden. Was aber ganz wichtig ist, und auf den Punkt würde ich gerne nochmal zurückkommen, das Argument, uns geht die Arbeit aus, ist durch nichts bewiesen. Unsere aktuellen Diskussionen über Digitalisierung, über Industrie 4.0 und so weiter basieren im Wesentlichen auf einer Werbekampagne, die angefangen hat bei der Hannover Messe vor einigen Jahren und die durch sämtliche Medien, durch sämtliche Regierungspapiere und so weiter zurzeit geistert und die alle sagen, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Wenn ich mit meinen Studierenden darüber rede, zeige ich ihnen gerne Spiegelcover. Zwei fast identische Cover, eins von 1978 und eins von 2017, in denen jeweils der Roboter da ist, der der Menschheit die Arbeit abspenstig macht. Wir wissen nichts darüber, was Digitalisierung und Industrie 4.0 momentan bedeutet. Ich komme vom Soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen. Wir haben eine ganze Reihe von empirischen Projekten laufen in Unternehmen verschiedenster Branchen, wo wir fragen, was passiert denn bei euch mit Digitalisierung und so weiter. Die Unternehmen sind alle verunsichert, niemand weiß so richtig, was er damit anfangen soll. Aber niemand kann auch sagen, wie weit kommen wir damit. Ich glaube, das Grundproblem, also viele von Ihnen werden die Studie zum Beispiel von Osborne und Frey gelesen haben, die vor ein paar Jahren in den USA veröffentlicht worden ist und in der dann drinsteht, 50% der Arbeitsplätze werden durch Digitalisierung, Automatisierung wegfallen. Diese Studie beruht darauf, dass man sagt, was ist technisch machbar? In welchen Tätigkeiten, in welchen Jobs könnte Automatisierung greifen? Die Frage, was Unternehmen dann tatsächlich umsetzen, hängt aber von verschiedenen Dingen ab. Erstens, was ist wirtschaftlich für mein Unternehmen, was will ich überhaupt umsetzen? Und zweitens auch von der Frage, kann ich das gegenüber Arbeitenden, kann ich das gegenüber Gewerkschaften zum Tragen bringen überhaupt. Das heißt, wir reden nicht über Technik als Naturgewalt, die über uns kommt und die Arbeitsplätze vernichtet, sondern wir reden über gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Sprechen Sie nochmal direkter ins Mikrofon hinein. Wir sprechen über gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und wir reden über Diskussionen, die wir führen müssen und wo auch Konflikte zu führen sind. Und bei diesen Diskussionen, da sind wir dann wieder zurück bei unserer Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, ist die Frage, in welchem Verhältnis sollen Arbeit und soziale Sicherung stehen, ganz zentral. Aber was wir nicht machen sollten, ist als Ausgangspunkt für die Diskussion anzunehmen, Arbeitsplätze verlieren sowieso, ein Großteil der Bevölkerung wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden auf dem Arbeitsmarkt und für die Abgehängten, wie das dann teilweise formuliert wird, brauchen wir jetzt irgendeine Art von Grundsicherung, damit sie uns in einem Land wie Deutschland nicht verhungern. Und da wäre ich dagegen. Meines Erachtens sind Unternehmen auch in Deutschland interessiert daran, auf Arbeitskraft zuzugreifen. Das kostet Geld. Das sind nicht nur die direkt ausgezahlten Lohnkosten, das sind auch die immer als Lohnnebenkosten bezeichneten Ausgaben für soziale Sicherung, für die Reproduktion von Arbeitskraft. Und ich wäre sehr dagegen, Unternehmen aus dieser Verantwortung zu entlassen und zu sagen, das macht jetzt alles in Zukunft der Staat. Ich möchte gerne auf einen Punkt einhaken, den Sie gerade eben genannt hatten, die Jobs, die niemand machen möchte. Wenn man davon ausgeht, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, ganz egal in welcher Form und wie finanziert, das lassen wir mal außen vor. Aber was passiert mit den Jobs, die niemand machen möchte, die dann derjenige, der sie im Moment macht, sich denkt, nee, dann bleibe ich bei meinem bedingungslosen Grundeinkommen und lebe davon glücklich vor mich hin. Und dann haben wir keine, sagen wir mal, Putzfrauen, Müllmänner oder sonst irgendwas. Funktioniert dann die Gesellschaft noch? Haben sie schon, aber die Preise würden sich erhöhen. Das ist das Problem. Oder aber... Das ist kein Problem. Das ist schön, wenn die Menschen anständig bezahlt werden für Arbeiten, die keiner machen will. Lassen Sie mich einfach ausreden. Das heißt, dass wir mehr dafür zahlen müssen. Das ist für die Betroffenen schön, in der Tat. Das ist auch eines der Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist einem ein repressionsfreies und damit menschenwürdiges Dasein ermöglicht. Das ist ja unbestritten. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt im Restaurant mehr zahlen muss, wenn ich für die Putzfrau mehr zahlen muss, wenn ich für alles Mögliche mehr zahlen muss, kann ich geht mir irgendwie... mein eigenes bedingungslose Grundeinkommen dahin, oder? Ja, und ich kann, möglicherweise ist das einer der Effekte, aber möglicherweise kann ich mir dafür auch ein paar andere Dinge nicht mehr leisten. Und das ist ein Effekt, der ganz schwer vorherzusagen ist in seinen Auswirkungen. Wir wissen nicht ganz genau, was dann da passieren wird. Diese Preiseffekte, die da auftreten können, sind jedenfalls nicht ganz unproblematisch. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, man muss da sehr vorsichtig mit sein. Es kann einem passieren, dass einem die
die Grundlage, die Finanzierungsgrundlage wegbricht. Und eine der Reaktionen, die passieren könnte, ist auch die, dass wir wieder mehr selber machen müssen. Also das ist nicht unbedingt ökonomisch gesehen effizient, wenn ich jetzt plötzlich meine Wohnung selber putzen muss, weil ich mir die Putzfrau nicht mehr leisten kann. Weil das bedeutet, dass ich Zeit für etwas aufwenden muss, die ich ansonsten für etwas aufwenden könnte, was ich vielleicht besser kann. Ne? Also das sind alles solche Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man über solche durchaus massiven Eingriffe in unsere Wirtschaft spricht. Warum lachen Sie alle die ganze Zeit? Genau, weil darf ich versuchen, das... Genau, darf ich zu dem... Gehen auch gleich ins Publikum, also behalten Sie Ihre Fragen, Sie kommen gleich noch dran. Es gibt drei Dinge, die man tun kann, um Arbeiten, die sogenannte keiner machen will, attraktiv zu machen. Wenn Arbeiten, kann man automatisieren. Da haben wir große Chancen durch die Digitalisierung, dass man bestimmte Arbeiten, es gibt inzwischen das berühmte Müllmann-Argument, ist das immer, es gibt also selbstfahrende Müllautos, die Roboterarme haben und die den Mülleimer selber entleeren. Da gibt es große Fortschritte. Gerade wir haben immer geschafft, schwere körperliche Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. Da haben wir große Fortschritte gemacht. Inzwischen gibt es stupide intellektuelle Arbeiten, wo wir sagen, das macht der Computer nicht nur. Er macht es nicht nur ohne zu jammern, er macht es rund um die Uhr und er macht es schneller und er macht es fehlerfreier. Also da haben wir durch Industrialisierung oder durch Maschinendigitalisierung haben wir große Hilfen, Arbeiten, die uns unangenehm sind, die schwer sind, die uns überfordern als Menschen an Maschinen abzugeben. Das zweite ist, wir bezahlen sie besser, sodass sie attraktiv werden. Und dann kann man sagen, ja, warum denn nicht? Das ist übrigens beim Müllmann durchaus so, dass viele Menschen gerne bei der Stadtreinigung arbeiten, weil das ordentlich bezahlte Arbeitsplätze sind. Das ist dann, kann man immer daran erkennen, wo gehen die Männer hin. Und dann gibt es viele Arbeiten, die werden in unserer Gesellschaft nicht gut bezahlt, sie werden eben trotzdem gemacht. Und das ist das, das ist dieses, man muss es eben selber machen, wenn man nicht jemanden findet. Das ist das, wo Frauen Arbeiten machen, die viele Männer in der Gesellschaft nicht machen wollen. Sie bringen eben den Müll runter, sie machen die Pflegearbeiten, die Care-Arbeiten, sie tun das und sie fragen nicht nach der Gegenleistung. Es sind ein Drittel der alleinerziehenden Mütter sind auf Hartz IV. Das sind Skandale in unserer Gesellschaft, an denen wir merken, dass es Arbeiten gibt, die getan werden und die auch gesellschaftlich, volkswirtschaftlich wertvoll sind, Kinder zu erziehen und so weiter, die wir nicht bezahlen. Und auf der anderen Seite haben wir Arbeiten, die wir sehr, sehr hoch bezahlen, wo man sich fragen muss, sind die eigentlich gesellschaftlich wertvoll oder nicht eigentlich gesellschaftsschädigend? Will ich jetzt keine Beispiele nennen. So, aber die Frage eben, die Arbeiten heißt selber machen, ja, genau, und dann oder gut bezahlen oder automatisieren und sich überlegen, Arbeit wird uns nicht ausgehen. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass uns Arbeit bleibt. Die Frage ist nur, bezahlen wir die Arbeit? Wir haben so viele Arbeiten in unserer Gesellschaft zu tun, emotionale Arbeiten. Wir haben so viele kranke Menschen, die psychischen Zuspruch machen. Wir reduzieren das, wir tun so, als wären wir Maschinen. Wir haben eine Entwicklung weg von der Muskelkraft zur intellektuellen Arbeit. Das machen jetzt Maschinen und es bleibt so viel emotionale und soziale Arbeit zu tun. Und wenn wir nicht anfangen, die zu bezahlen, dann gut, dann schafft der Mensch sich irgendwann selber ab. Okay, aber das wollen wir vielleicht nicht. Also da würde ich die Arbeitsplätze der Zukunft sehen und dann ist die Frage, wie vergüten wir das und vielleicht kommen wir da an andere Bezahlmodelle, als Sie im Kopf haben, dass ein reicher Mensch einem weniger reichen Mensch eine Arbeit gibt und ihn dafür so bezahlt, dass sich das für den reicheren Menschen lohnt und am Ende kommen wir dann zum polnischen Spargelstecher oder zum Sklaven, der in der Elfenbeinküste unseren Kakao erntet, kommen wir vielleicht zu einem anderen Modell, wo wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir sorgen bis zu einem gewissen Punkt, ich sage jetzt bis 1.000 Euro dafür, dass jeder leben kann, egal welche Art von Arbeit er macht. Und selbst wenn er eine Arbeit macht, von der wir heute noch gar nicht erkennen, dass sie wichtig ist, weil er Forschungsarbeit macht, wir sind hier auf einem Forschungsschiff, das rechnet sich nicht sofort. Forschung ist ganz viel Müll, der da produziert wird, überflüssiger Kram. Aber manchmal wird dabei irgendwas entdeckt und man sagt, wow, das ist Zukunft, das brauchen wir jetzt. So, und das ist dann volkswirtschaftlich sinnvoll, wir müssen das tun. Und aus dem heraus kann man sagen, okay, bis 1.000 Euro kriegt einfach jeder und er kann machen, was er will.
Und ab 1.000 Euro, da starten wir in die Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft und sagen, okay, ich gebe dir Geld, quid pro quo, machen wir Tauschgeschäft. Und dann kann man da Karrieren machen und machen, was man will. Und dann können die Leute reich werden, so reich, wie sie wollen. Mir geht es nur darum, wir brauchen eine Basis, auf der wir alle Menschen existenzsichernd am Leben erhalten. Als Gemeinschaft. Frau Meier-Ahujat, Sie wollten auch was sagen. Ich bin unbedingt dafür, dass Putzfrauen und Leute bei der Stadtreinigung besser bezahlt werden. Die Frage ist nur, brauchen wir dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen? Die Diskussion, die wir haben seit einiger Zeit, geht in genau die andere Richtung. Also in den 90er Jahren gab es irgendwann diese großartige Aufforderung. Ich meine, es war unter anderem von Hans-Werner Sinn, der sagte, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Damals war die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Man hat sich gefragt, warum ist das in Deutschland so viel schlimmer als in anderen europäischen Staaten? Und die Antwort war, um das zu lösen, müssen wir wieder lernen, uns bedienen zu lassen. Wir müssen mehr gering qualifizierte Dienstleistungen haben. Wir müssen zum Beispiel Hausangestellte wieder einstellen und so weiter. Das, so hieß es damals, ist der Unterschied zwischen dem deutschen Arbeitsmarkt, der nicht aus der Krise kam zu dem Zeitpunkt, und zum Beispiel dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt, in dem die soziale Ungleichheit deutlich größer war und die genauso funktioniert hat. Auf der einen Seite des Lohnspektrums hat man mehr verdient und dafür hat man dann Hausangestellte, Gärtner, wie auch immer, finanziert. Das ist ein Modell, woran sich jetzt relativ lange auch bundesdeutsche Politik orientiert hat. Ich glaube, das muss man sagen. Prekarisierung des Arbeitsmarktes ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben seit Jahren schrittweise Erleichterungen für befristete Arbeitsverträge, für Leiharbeitsverhältnisse. Wir haben einen wahnsinnigen Boom von Minijobs, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass gering qualifizierte Dienstleistungen um sich gegriffen haben und so weiter. Und wir sind uns absolut einig, dass das so nicht weitergeht und dass man daran was machen müsste. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine komplette Systemumstellung, bei der ich momentan die Befürchtung hätte, angesichts der aktuellen Machtverhältnisse in der Gesellschaft, dass sie nach hinten losgeht. Dass man quasi die sozialen Sicherungssysteme, die es noch gibt, die arbeitsrechtlichen Sicherungen, die es noch gibt, erstmal abräumt, in der Hoffnung, dass man zu einem besseren System kommt, aber nicht den Atem hat, nicht die Durchsetzungsfähigkeit hat, um ein tatsächlich besseres System im Sinne der Arbeitenden an diese Stelle zu setzen. Was mir viel näher legen würde, wäre jetzt zu sagen, reden wir über die Hausangestellten, reden wir über die Putzfrauen, schaffen wir endlich diese Minijobs ab, sorgen wir endlich dafür, dass Tarifverträge abgeschlossen werden in bestimmten Bereichen und schauen wir mit diesen kleineren Reformen, dass bestimmte Arten von wirklich unwürdiger Arbeit, die auf Dauer zu Armut führen, dass die wirklich vom deutschen Arbeitsmarkt wieder verschwinden. Und da hätte der Staat ganz gewaltig was zu tun, meines Erachtens. Vielen Dank.